Ende der Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr. Viele schon gewartet haben, die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr endet mit der Begründung, dass sich die Lage rund um Corona nun deutlich beruhigt hätte. Entfällt ab dem 2. Februar die Maskenpflicht bundesweit. Einige Bundesländer wie Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten die Maskenpflicht in Bussen und U-Bahnen aber ohnehin schon abgeschafft. Auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung könnte nach einem Referententwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales nun ihre Gültigkeit verlieren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Vorgaben zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung am Arbeitsplatz damit 2 Monate früher als vorgesehen beenden. Man begründet das Vorgehen mit der stetigen Abnahme der Häufigkeit und Schwere von Infektionen mit Corona und den allgemein günstigen Prognosen hinsichtlich des Mittel. Ja, schauen wir uns den nächsten Punkt an, der ebenfalls Masken betrifft. Ab 1. Februar müssen Verbandskassen 2 medizinische Masken beinhalten. Theoretisch gilt diese Regel bereits seit Februar 2022 und endet aber die Übergangsfrist. Nach den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung besteht aber keine Austausch- oder Nachrüstpflicht für bestehende Verbandskassen. Die Frankfurter Rundschau schrieb zum Beispiel folgendes, Zitat, doch die Lage ist weitaus komplizierter bei der aktualisierten Norm. Handelt es sich lediglich um eine Regel, keine Pflicht. Grundlage. Diese ist der eingangs erwähnte Paragraph der Straßenverkehrszulassungsordnung, dafür formal verantwortlich ist. Das Bundesverkehrsministerium laut Angaben des ADAC plant das Ministerium derzeit allerdings keine Anpassung des Paragraphen an die Norm. Deshalb kann in diesem Kontext nicht von einer verpflichtenden Änderung im Auto die Rede sein. Es handelt sich lediglich um eine Regel. Sprich, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen vorerst nicht in Verbandskassen nachrüsten. Zitat. Die KV, ja, also nächstes Ding ist KVW, Förderung von Effizienzhäusern läuft aus. Ja, läuft am 18. Februar aus und mit dieser Förderung erhalten Bauherren und Immobilienbesitzer günstige Kredite und Tilgungszuschüsse. Dafür muss beispielsweise der Bau oder Kauf eines Effizienzhauses oder eine entsprechende Sanierung geplant sein. Die Höhe des Förderungskredits hängt von folgenden Faktoren ab. Die Zeit fasst es wie folgt zusammen. Zitat. Zum einen von den entstehenden Kosten und zum anderen vom energetischen Standard des Gebäudes. Dabei gilt die Regel, je besser die Energieeffizienz, desto höher die Förderung. Für die Sanierung von Gebäuden gibt die KVW einen Kredit in Höhe von bis zu 150.000 Euro und für den Bau oder Kauf bis zu 120.000 Euro. Zum März läuft dieses Programm zwar aus, aber Neues beginnt. KVN, klimafreundlicher Neubau, heißt das neue Programm. Die genaue Ausgestaltung ist jedoch noch offen. Nächstes. Windanlandgesetz tritt in Kraft. Ja, das Windanlandgesetz tritt in Kraft. Mit diesem Gesetz soll das Genehmigungsverfahren für den Bau von Windkraftanlagen an Land beschleunigt werden. Ziel dieses Gesetzes ist, dass aus erneuerbaren Energien gewonnene Strom bis 2030 verdoppelt wird. Zudem ist geplant, dass in jedem Bundesland bis 2039% der Gesamtfläche für Windkraft reserviert sein muss. Die nächste Änderung ist, ist bereits Kraft getreten, und zwar seit dem 26. Januar sind Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers als Lebensmittel zugelassen. Die beiden Insektenarten sind jedoch nicht die ersten, die als Nahrungsquelle in der EU freigegeben wurden. Auch Heuschrecken und der gelbe Mehlwurm stehen bereits auf der Liste der für den Verzehr zugelassenen Insekten. Doch wenn Insekten verwendet werden, müssen das auf der Zutatenliste der Produkte gekennzeichnet sein. Laut der neuen EU-Verordnung steht bei der Hausgrille dann in den Zutaten folgendes: teilweise entfettetes Pulver aus Arte Domesticus. Beim Getreideschimmelkäfer lautet die Angabe: gefrorene Larvenpaste aus Larven von einer Liste mit Lebensmitteln, in denen Insekten verarbeitet werden können, finden. Hier in den Videobeschreibung. Ja. Ja, ich wünsche euch guten Appetit. Tier Hunde hat zum Beispiel folgendes gesagt. So ganz unproblematisch sind die neuen Stoffe in unseren Lebensmitteln nicht. Bereits seit 2018 sind bestimmte Insekten in unseren Nahrungsmitteln zugelassen. Experten warnen jedoch vor einem hohen Allergiepotenzial, denn es drohen allergische Reaktionen oder Kreuzallergien vor allem Menschen, die allergisch auf Schalen und oder Krustentiere wie Garnelen oder Krebse reagieren, sollten vorsichtig sein. Aber auch eine Allergie gegen Hausstaubmilben kann beim Verzehr der mit Insektenpulver angereicht
verunreinigten Lebensmittel gefährlich werden. Dazu hat man zum Beispiel die Verbraucherzentrale Folgendes gesagt aus Baden-Württemberg. Bei Allergien gegen Schalen, Krustentiere, Hausstaubmilben und Weichtiere kann der Verzehr von den Speiseinsekten das auslösen. Zitat Ende. Also seid vorsichtig, Leute, ne? Alle, die Allergie haben. Ja, und der letzte Punkt ist, über den wir sprechen wollen, betrifft alle Biertrinker. Denn diese müssen ab Februar 2023 eine Änderung tiefer in die Tasche greifen. So teilte beispielsweise die Warsteiner-Gruppe mit, dass die Flaschenpreise um 6,80 Euro pro Hektoliter und die Preise fürs Fassbier um 20 Euro gestiegen. Von den Preiserhöhungen sind die folgenden Marken betroffen. Warsteiner, Herforder, Frankenheim, König Ludwig, Kaltenberg, Paderborner und Isenbeck. Und zum Schluss noch einmal die Erinnerung bezüglich der Grundsteuererklärung. Eigentlich endet am 31. Januar die Frist für die Abgabe der Erklärung. Doch scheinbar läuft die Abgabe nicht so, wie sie seine Regierung vorgestellt hat. Nach wie vor haben viele die Erklärung noch nicht abgegeben. Ihnen drohen theoretisch Strafen von bis zu 25.000 Euro. Das Portal Finanztipp zum Beispiel hat bei allen Bundesländern nachgefragt. Demnach wollen die meisten Länder erst einmal Erinnerungsschreiben versenden. Teurer werden kann es auch, wenn das Finanzamt den